Alexander Wassiljewitsch Sukubokobilin wurde am 29. September 1817 in Moskau im Russischen Kaiserreich geboren. Er gehörte zu einer aristokratischen Familie. Er studierte 1834 bis 1838 in Moskau und besuchte 1839 bis 1842 Vorlesungen in Heidelberg und Berlin. Er wurde als Schriftsteller und Dramatiker zunehmend bekannter. Am 9. November 1850 wurde Alexanders französische Geliebte Louise Simon de Manchet ermordet aufgefunden. Sie war mit einem Kerzenhalter niedergeschlagen worden und man hatte ihr die Kehle aufgeschlitzt. Alexander Sukubokobilin wurde verhaftet und des Mordes beschuldigt, was ein großer Skandal innerhalb der russischen Gesellschaft bedeutete. Je nach Quelle wurde er 1852 oder 1857 freigesprochen. Ein anderer Täter konnte nie gefunden werden. Aus seinen Erlebnissen zog er Inspiration für eine Dramentrilogie, die sich unter anderem satirisch mit der Bürokratie des Zarenreiches auseinandersetzte. Er wanderte später nach Frankreich aus. 1902 wurde er Ehrenmitglied der Russischen Akademie der Wissenschaftler in St. Petersburg. Am 24. März 1903 verstarb der Schriftsteller in Frankreich.